Moin Moin und willkommen zurück bei der verschlossenen Tür von Subsistence. Schön, dass ihr da seid. Ich habe im Inventar ein bisschen aufgeräumt. Also unsere Kiste hier oben ist voll, unser Inventar ist voll. Also so gut hat das jetzt nicht geklappt. Wir werden jetzt heute, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, die ersten paar Minuten nochmal unten im Lava Cave verbringen. Ich habe auch unsere Werte alle wieder ein bisschen aufgefrischt. Na gut, ich könnte nochmal gut was trinken. Und die zweite Hälfte, beziehungsweise das zweite Drittel der Folge, werden wir in dem Teil der Höhle hier verbringen. Da ich hier vom Gefühl her mehr Kristall rausbekomme und ich gerne ein paar Kristalle auch wieder hätte, speziell für die Premium-Pfeile, die ich jetzt raushaue, brauche ich ja die normalen Kristalle und nicht die Schwarzkristalle. Jetzt, wie gesagt, nichts gegen die Schwarzkristalle. Ich bin ja froh, dass ich die jetzt hier auch in guten Mengen habe. Ich glaube, 24 Stück waren das. Das ist schon gut. Aber halt Normalkristall hätte ich auch gerne noch ein bisschen. So, ich guck mal ein bisschen auf die Uhr. Ich schau mal, dass wir uns ab grob der 10. Minute wieder auf dem Rückweg befinden. Und dann wird der Plan etwas genauer. Bis dahin muss ich erstmal kommen. Haha. So, hier, lad mal nach für die nächste blöde Fledermaus. Ich habe das Spiel jetzt auch nicht neu gestartet. Ganz einfach, weil ich jetzt einfach hoffe, dass jetzt das Spiel quasi Zeit hatte, Dinge um mich rumzuspawnen. Gut, das würde hat wahrscheinlich oben funktioniert und nicht hier unten, aber ich mag das so halt jetzt gerade lieber vom Gedanken her. So. Natürlich gibt es hier auch nur hier unten diese supergeilen Kisten. Die gibt es auf der Etage drüber auch nicht. Ach so, ein bisschen schade. Pfeile habe ich noch? 5. Oh, gut. Im theoretisch besten Fall 5 Pfeile, 5 Banditen. Praktisch muss ich dafür auch mit 5 Pfeilen 5 Banditen erstmal treffen. Da ist ja schon mal der. Das sind schon die ersten 2. Eieiei. Gerade Bock auf mich, oder? Habe ich mir gedacht. So, erster Pfeil, erster Bandit. Das ging ja schnell. Wird dafür, dass ich sagte, man kann hier unten recht schlecht Bäume fällen, haben die alle verblüffend viel Holz dabei. Schaff bitte! Geil! Ich liebe es, wenn das klappt. Wuhu! Yeah! Oh, Entschuldigung. Man freut sich doch nicht so, wenn man eiskalt mobben geht. Oh, leider schon. Ich habe beim Lüften viel Spaß dran. So, das waren schon mal 3 Feinde, 3 Banditen. Das heißt, ich habe nur noch 2. Ich muss ein wenig vorsichtiger sein. Oh, geil. Wuhu! Weiter geht's. Kristalle, Kisten, Banditen. Im besten Fall schaffen wir natürlich eine ganze Runde durch die Höhle hier. Ohne zu sprinten. Da vorne ist die Kiste. Gut, wenn ich so eine Kiste sehe, wäre es natürlich ein Grund hin zu sprinten, oder? Aber sprinten geht immer so auf die Nährstoffe. Aber ganz ehrlich, was soll der Geiz? Ich bin ja mit allem doppelt, dreifach, fünffach ausgestattet hier. Ey! Los, Vieh! Deswegen der Revolver. Der Revolver ist hier unten einfach Gold wert. Ich habe noch nicht eine einzige Dreier gehabt bis jetzt. Kann sein, dass es bei einer Dreier nicht funktionieren würde. Eine fertige Batterie! Ja, nee! Ja, gut. Ein Problem.
jetzt nochmal weiterlaufen. Phosphor. Davon haben wir auch gar nicht so viel. Ich benutze es auch gar nicht so viel. Ich glaube, man braucht es ausschließlich für die Brandmunition vom Gewehr. Und dafür benutze ich die eigentlich viel zu selten. Noch eine Kiste. Ui. Also ich finde, Kisten sind ein Grund hinzusprinten. Ich mag diese Überraschungsboxen. Oh. Eine Sauerstoffflasche. Oh. Und ein paar Gewehrpatronen. Oh yeah. Also, das ist ja geil hier gerade schon wieder. Höre schon wieder Banditen, glaube ich. Da oben, tatsächlich. Wow. Lass den jetzt aber mal in Ruhe. Wir sind bei 6 Minuten. Perfekt, dann kann ich hier die Runde noch machen. Weil der liegt jetzt gerade nicht direkt auf dem Weg. Und ich denke mir gerade so, jeder Bandit, der hier hinten rumläuft, kann mir nicht von vorne entgegenkommen. Es ist ja, glaube ich, eine vom Spiel begrenzt. Wieso rede ich überhaupt noch? Oh, jetzt gibt's Schrotflinte. Hey. So. Oh. Hi, na? Was sagt dich gerade? Jeder, der da vorne rumläuft, kann mir nicht entgegenkommen. Und schon kommen mir einfach 4 entgegen. Ich fass es nicht. Spiel. So, erstmal Hände waschen. Einfach aus Prinzip. Trinken. Alter. Oh. Ist doch richtig belebt gerade wieder. Ui. Das Problem ist, wenn ich die Munition jetzt hier unten raushaue, auch mit der Schrotflinte, wird der Aufenthalt in der oberen Höhle gar nicht so lange anhalten können. Die Pistole halt. Das ist die Munition. Davon habe ich ja genug gefunden. Noch überlegen, ob ich gleich nochmal ein Medikit nehme. Also wenn mir jetzt noch ein Bandit entgegenkommt, sollte ich ein Medikit nehmen. Wir sind bei 9 Minuten. Schön, dann gehen wir jetzt einmal hier geradeaus durch bis zu der Kletterwand. Und dann gehen wir gemütlich zurück. Kletterwand. Da sind nochmal Pilze. Ja, die können ja eigentlich nicht reinpfeifen. Ich habe die anderen Pilze, die werden jetzt auch einfach gegessen. War ganz gut, um die Werte aufzufrischen. Weil die geben auch 5 Protein, das ist ganz geil. Zehn Minuten, na gut, ich laufe mal ein bisschen schneller.
Jetzt nicht, weil ich hier unbedingt Zeitdruck euch mitteilen möchte, aber ich mache mir doch ein paar Sorgen um Klopfer. Es kann sein, dass es immer noch eine Menge Luft gibt und ich gar nicht so Angst um ihn haben muss. Weil ich meine, wir haben schon mehrfach ein paar Tage in der Höhle verbracht und Klopfer lebt immer noch, also wird es doch nicht so schlimm sein. Aber ich würde es halt gerne einmal prüfen. Ja gut, ich muss aber auch sagen, ich habe das ja grob ausgerechnet mit 1,5 Stunden Spielzeit in dem Sinne, wegen 3 Folgen, 3 Tage. In den Folgen selbst sind die Nächte meistens gar nicht so weit mit drin, da ich ja zu Hause immer doch noch mal ein bisschen aufräume. Ich nehme euch auch recht häufig mal mit zum Aufräumen, aber ich verbringe ja auch immer ein paar Minuten in der Nacht noch zu Hause zum Aufräumen. Deswegen kann es sehr gut sein, dass es zeitlich wirklich gar nicht so kritisch wird. So, hier die Richtung waren ja eben noch Banditen. Aufpassen. Mein Leben ist noch nicht so sonderlich hochgetickt. Quarzkristall. Lauf. Ist wohl doch, sind wohl auch mit dahin gekommen, wo ich geschossen habe. Komm. Tauschen wir mal durch. Holt sich der Massefabrikator. Verwerter. Oh. Ja. Komm her. Wäre aber so eigentlich ganz geil, wenn man sich von denen nicht treffen lässt, weil man damit gut die Verbände am Laufen halten kann. Oh, ich muss den Weg nach Hause nur wieder finden. Schade. Scheiße. Ich glaube, die Richtung stimmt schon hier. Ich glaube, ich habe da schon wieder einen Schatten. Ah! Ich glaube, jetzt langsam bin ich aber paranoid. Banditkiste. Kristall. Wow! Was hast du denn gerade geschossen? Welche Gase habt ihr jetzt tot? Wo denn jetzt noch? Leute! Wie ein Wahnsinniger schießt der mit der Pistole um sich! Ich hab erwähnt, dass es mich hier ein bisschen stresst hier unten. Aber das ist geil. Gebrannt. Okay. Direkt ein fertiger Dietrich. Oh, ist das hier unten geil? Also ich habe mich ja schon über die Granaten gefreut, aber ein fertiger Dietrich? Oh, geil. Oh. Wie nett, Spiel, dass du mir Schwarzkristall vor die Nase setzt. Oh, ich muss hier raus. So, ich würde mir gerne oben die Hände waschen. Wow. Na du? 1, 2, 3, 4, 5. Du auch noch? Gut. 1, 2, 3. Okay. Funktioniert
Banditen ich hier diesmal habe. Ich glaube, das ist Rekord. Seil würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Auf was verzichte ich? Jetzt wird's kompliziert. Auf die Bretter, ne? Wow. Nehmen die Bretter doch wieder mit. Ich will alles mitnehmen. Muss mal kurz gucken wieder. Stoff. Ah, ich brauche mir zu lange. Ich will mir doch mal kurz die Hände waschen. Auch wenn es jetzt vielleicht für Verschwendung ist von einem. Was habe ich jetzt schon wieder rausgeschmissen? Stoff. Feuerzünder-Kit. Stoff. Was habe ich hier rausgeschmissen? Bretter. Die Claymore brauche ich nicht. Oh, wir können ja mal einen Stoff jetzt einfach... Dann schmeiße ich einen Stoff raus. Dann brauche ich nicht so viel wegschmeißen. Nehme die 15 Bretter wieder mit. Was war es hier noch? Feuerzünder-Kit. Eigentlich ja geil. Auf die Spitzhacke. Sounds auf die Spitzhacke. Oh Mann. War klar. Komm, schmeißen wir dich raus. Nehmen dich auf. Essen euch. Nehmen dich auf. So, wir können. Ich hätte die Schrotflinte nachladen können. Hätte auch Platz gespart. Ich glaube, ich versuche mal meinen Stoff wieder zu holen. Na, was machst du hier? Spitzhacke. Nee. Den Stoff hier bitte. Oh. Die Spitzhacke wäre... Nee, die wäre die dumm jetzt mitzunehmen. Die würde ich ja nur mitnehmen, um sie eh in den Massefabrikator hier Verwerter reinzuschmeißen. Vollkommen egal, also. Wir klettern hoch. Wir sind irgendwie bei 17 Minuten, das heißt so nach 10 Minuten wieder zurück. Hat nun begrenzt geklappt, aber immerhin. Der Rückweg war ja nach 10 Minuten angedacht. Schon mal gut. Oh. Diese Höhle hier unten. So, ich muss jetzt da oben gleich nochmal richtig mit meinem Inventarmanagement achten, weil die Kiste ist voll. Mein Inventar ist voll und ich würde gerne noch mehr Sachen mitnehmen. Das wird schwierig, will ich mal sagen. Ich kann nicht alles mitnehmen, ich würde gerne alles mitnehmen. Ich kann zum Beispiel Wasser hier lassen. Das Bärchenwasser und das Händewaschwasser. Das brauche ich jetzt für die Höhle hier oben nicht. Könnte nur noch versuchen, mir zu merken, dass ich es habe. Oh, Phosphor, okay. Wir sortieren gleich, ich nehme erstmal Phosphor mit. Park. Leute, warum? Drei Verbände, jetzt bei den zwei Gegnern schon wieder verbraucht. Korrigiere, 4. Ja, ich mag euch nicht. Ich würde die Asche jetzt auch gerne mitnehmen. Machen wir gleich mal. Was liegt denn hier schon wieder? Mein Oberteil ist kaputt. Oh. Zu. Privatsphäre hier. So. So. Hier mal ein bisschen aufräumen.
Kann ich dich reparieren? Ja, perfekt. Dich auch? Perfekt. Dich auch? Nö, das ist aber in Ordnung. So, ich würde gerne so viel wie möglich mitnehmen. Also, was nehme ich denn auf jeden Fall? Phosphor muss mit. Kristall muss. Also eigentlich müssen alle Erze mit. Das ist Fakt. Den Kram kann ich hier lassen. Federn würde ich gerne mitnehmen. Zahnräder würde ich gerne mitnehmen. 58 Bretter ist nicht schlecht. Nehme ich mit. Zweiten Dietrich nehme ich mit. Das kann hier unten bleiben als Vorrat. Genauso wie das. Das nehme ich nochmal mit. Das nehme ich nochmal mit. Die brauche ich nicht mitnehmen. Okay, okay. Ich sortiere nochmal ein bisschen rum und hole dich dann eigentlich einfach gleich wieder dazu. So, Inventar ist halbwegs aufgeräumt. Hier sind jetzt noch eine Menge Ausstattungsgegenstände da, die wir gebrauchen könnten, wenn wir wieder hier runterkommen. Inventar ist... Wir haben noch Platz für drei verschiedene Sachen. Das ist doch ein Anfang. Ich muss vielleicht nur drüber nachdenken, mir zu merken, was wir alles noch hier haben. Dann brauche ich beim nächsten Mal nämlich nicht wieder so viel mitnehmen. Wir werden uns dann jetzt einmal auf den Weg machen. Wir werden ja auch den Revolver samt Munition vorne wieder abgeben. Entsprechend haben wir dann ja auch wieder zwei Slots mehr. Das passt schon irgendwie. So, ich schieße ja gerade wie ein Wahnsinniger mit der Pistole um mich rum. Ah, krieg ich die Asche noch? Ah. Jetzt hätte ich Platz dafür. Kristall. Na, wir werden jetzt noch mal ein paar Minuten hier in der Höhle verbringen für Kristall. Hier ist überall Kristall. Ja, wunderbar. Sollen wir gleich wieder ein paar Premium-Pfeile machen, sobald wir zu Hause sind. Und vielleicht mal den dritten Laser für die Raffinerie. Und Upgrade für die Saatze. Also Kristall können wir für alles gebrauchen. Vielleicht sollten wir uns dann diese Höhle hier unten tatsächlich noch mal genauer zu Gemüte führen. Wo ist der andere Kristall gerade? Ah, doch, eben noch einer. Da. Also wir werden heute definitiv enden mit dem Verlassen dieser Höhle. Kann sein, dass wir die Folge ein wenig länger machen. Falls sich das hier richtig lohnt mit der Kristallausbeute, dann hänge ich das lieber hinten dran. Ah, jetzt statt einfach unnötig abzukürzen. Wenn es natürlich nicht läuft, dann wird es pünktliches Ende werden. Du brauchst Pilze. Pilze nehme ich doch super gerne. Da oben hängt eine Fledermaus. Bam! Guck, ob wir die Leiche gleich finden. Es ist immer gut, wenn man die Fledermäuse zuerst sieht. Er spart ein paar unangenehme Überraschungen. Das war eine Dreier! Oh! Das heißt, der Revolver macht definitiv genug Schaden, um wirklich alle Fledermäuse hier zu one-hitten. Wenn ich dem Ding Namen geben könnte, würde ich tatsächlich Fledermausklatsche nennen. Ey, Fliegenklatsche würde schon besser passen. Geil! Müsste ich nur noch wissen, wie viel Life so eine Dreier-Fledermaus hat. Also mehr als 55, das ist klar. Kristall, danke. Oh! Noch mehr Pilze. Oh, jetzt Spiel bist du aber wieder richtig nett zu mir. Phosphor. Auch einfach nochmal. Obwohl, ich krieg gerade relativ viel Kristall. Ich spare mir das mit der Spitzhacke. Ich esse mal einen Pilz.
Oh, ist das gut. Ach, hier geht's zurück. Teil. Mit dem Revolver ist das ist eigentlich so eine geile Waffe. Fast schon schade, dass ich den nur hier unten nutze. Aber die Munition ist relativ teuer, beziehungsweise selten. Da ist es, glaube ich, wirklich besser, wenn ich das hier unten zielgerichtet verwende, als oben. Weil oben kann ich ja mit allen anderen Waffen auch ganz gut arbeiten. Aber da würde mich mal interessieren, von euch, die bei Subsistence spielen, ihr werdet ja bestimmt auch mal Höhlentouren machen. Wie geht ihr denn da von eurem Equipment ran? Ähnlich so wie ich? Ganz anders? Oder vielleicht sogar identisch? Würde mich auch einfach mal interessieren. Da ich spiele das Spiel jetzt schon lang genug, dass ich auch durchaus mal gerne ein bisschen anderen Input nehme. So viel gespoilert kann ja hier nicht mehr werden. So. Ich habe ja schon eine relativ zufriedenstellende Ausstattung. So, da habe ich jetzt wie ein Wahnsinniger auf ihn geschossen. Auf dich auch! Du lebst ja noch! Hör auf damit! Oh, ist das gut. Oi! Ach, soll ich alles mitnehmen kann? Ist doch super, ne? Sieht ja gerade gut aus. Ich muss noch, ich fällt gerade wieder ein, wie massiv ich diese Pistole eigentlich unterschätzt habe. Oh. Ich hätte Steak brennen können. Na egal. Nehme ich Asche mit. Hui. Wie massiv ich diese Pistole mal unterschätzt habe. Aber jetzt in solchen Paniksituationen, wenn man genug Munition hat, ist es Gold wert. Wir haben immer noch 40 Schuss. Ich habe gar nicht so viel mitgenommen von zu Hause. Wir haben, glaube ich, zu Hause immer noch einen ganzen Stack rumliegen. Also vieles haben wir hier einfach gefunden, unten in der Lava-Abteilung. Aber mir gehen langsam auch die Verbände aus. Upsi! Ja, ich muss auch bald mal wieder ein paar Sachen reparieren. Hm, sobald das nächste Kleidungsstück kaputt geht, fliegt es auch wieder direkt raus. Da muss ich aufpassen, dass ich es merke, dass ich unser verbessertes Oberteil überhaupt gefunden habe. Das war ja jetzt purer Zufall, weil ich diese kleine Holzkiste da gesehen habe. Kristall. Ja, wir können auch allgemein einfach jetzt öfter mal eine Tour in die Höhlen machen. Wir müssen ja nicht immer bis zum Lava Cave runter. Weil für die Höhle hier brauchen wir tatsächlich gar nicht so super viel Vorbereitung. Weil das hier vom Klima ja her fast schon wieder angenehm ist. Im Kühl habe ich gerade eine Fledermaus gehört, aber ich glaube, das ist ein normales Höhlengeräusch. Kristall, Kristall, keine Banditen, keine Fledermäuse. Haha. Ich frage mich gerade, ob wir in der Höhle angeln können. Und ob es hier auch nochmal vielleicht besondere Fische gibt. Doch richtig gesehen. Kojampel, Fledermausliebhaber. Das war auch eine Dreier. Revolver, ich liebe dich. Zack.
Ah, hier das Fleisch, ne? Scheiß drauf. Da kommt er jetzt wirklich nicht drauf an. Hier geht's zurück nach Hause. Also wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Sind ja auch erst mal 30 Minuten. Das wird nur eine... potenziell nur eine kleine Überlänge. Kristall. Da ist es wieder. So, wir sind an unserem Ausgang. Okay, gucken wir nochmal weiter hier um. Also, ich würde gerne noch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich muss ja jetzt nicht noch 5000 Kristall finden, aber ein bisschen mehr darf es gern sein. So, hier kann ich nochmal nachladen. Sieht aber schlecht aus, dass hier noch was rumkommt. Oh, da ist gerade Kohle nachgespawnt. Na, vielleicht haben wir da nochmal irgendwo Kristall. Da hat so eine Respawn-Welle. Gut, ich glaube, so funktioniert das Spiel nicht, aber... Nährstoffe sehen super aus. Kann ich weiter sprinten? Okay. Es ist relativ dunkel hier in der Höhle, habe ich so das Gefühl gehabt. An einigen Stellen. Könnt ihr mir eigentlich auch gleich mal mit in den Kommentaren da lassen, ob ihr hier genug seht. Also unten in der Lava-Höhle definitiv, die ist hell. Aber jetzt hier, ich sehe relativ gut bei mir auf dem Bildschirm, sehe aber auch im OBS, dass da einiges an Helligkeit bei Flöten geht. Gerne auch mal Meinung mit rein. Problem ist, ich hätte Schwierigkeiten, das heller zu machen. Beziehungsweise man könnte so einen komischen Leuchtstick mitnehmen, aber der macht es jetzt auch nicht sehr viel besser. So, aber scheinbar sind wir jetzt kristallfreie Zone hier. Das heißt, Abmarsch. Also ich muss noch mal ein bisschen Sachen aussortieren und einsortieren. Und dann Abmarsch. Aber das kriegen wir ja wohl hin. So, ich würde hier gerne mitnehmen, eigentlich alles, was ich kann. Kann ich hier lassen, genau. Genauso wie dich. Also das Sauerstoffgerät muss mit, das ist
Einfach Fakt, weil wir sonst nicht nach Hause kommen. Ich kann ja hier eine Ersatz-Sauerstoffflasche lagern, das ist kein Problem. Die drei Sachen hätte ich gerne noch mit. Auf was kann ich verzichten? Ich könnte drei Pilze essen, die gammeln mir eh weg. Zack, ein Problem weniger. Ich könnte mir zwei Verbände machen, nochmal ein Problem weniger. Oh, wunderbar. Haben wir noch so eine einfache Lösung für meine Sorgen? Gut, ich könnte mir ein paar Pfeile craften, fällt mir gerade auf. Machen wir es mal so, weil ich habe 12 Federn. Die benutze ich doch eh nur fürs Pfeile machen. Ist es gerade heller geworden? Ist das ein gutes Zeichen? Muss ich noch 5-mal Stöcker machen? 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir die Federn aufgebraucht. Und dann schon habe ich wieder alles dabei. Geil. Dann können wir auch gleich gucken, ob nochmal Kristall irgendwie nachgespawnt ist drumherum. Mach ich einfach so. Bisschen Kohle. Recht aus. Dann können wir die Spitzhacke auch gut an den Kohlestücken kaputt machen. Da haben wir Kohle für zu Hause. Die ich eh niemals nutze. Aber vielleicht brauchen wir sie irgendwann mal für irgendetwas. Jetzt zwei Slots frei. Oh. Ah, ich brauche drei Slots. Das ist gerade der Witz. Das hat sich doch schon gelöst, das Problem. Aber nein, hat es noch nicht. Gut, ich könnte die Dinger hier auch noch in die Crafting-Schleife setzen. Irgendwas, was durch mit 40 zu vereinbaren ist. Acht Stück davon könnte ich. 10 Stück da. Ja, gut, aber nee, das geht dann mit dem Schießpulver nicht auf. Schade. So, egal. Munition da. Zack, Problem gelöst. Ab nach Hause. Woohoo! Da jetzt die. Noch ein Slot frei. Ah, wow. Ich hätte den Aufwand gar nicht machen müssen. Ich habe den Slot vom Revolver frei. Wow. So. Wir werden jetzt zusammen nochmal nach Hause schwimmen. Wird heute doch eine größere Überlänge. Damit wir einmal zusammen feststellen können, wie es Klopfer geht. Und falls wir unterwegs Perlen finden, was ich gleich mitnehme. Obwohl, ich habe nicht so viel Sauerstoff dabei, das sollten wir vielleicht nicht tun, aber... Eieiei. Schönes
Holzpfeile haben wir gleich wieder. Echt gut. Das heißt, wir können dann ganz normal in unserem Alltag oben weitermachen. Gib mir mal ein bisschen Licht. Oh, oder ist es Nacht? Kann natürlich Nacht sein. Ja, dann ist das hier unten mit dem Perlentauchen natürlich nicht ganz so optimal. Ich meine, geht. Die habe ich ja jetzt auch gesehen, aber... Da ist auch noch eine, glaube ich. Nicht so geil. So, dann 170 Meter noch in die Richtung. Oh, ist ganz schön tief unten. Hallo? Nicht der Klopfer. Richtig bitter wäre es, wenn da gleich einfach eine Kaninchenleiche liegt. Das wäre so... Das würde in der Seele wehtun. Ah. Ich glaube, wir müssten nur 2 Tage weg gewesen sein. Oder vielleicht 2,5. Glaube ich. Also es müsste eigentlich alles in Ordnung sein. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Unglaublich. Um meinen geliebten Pixelhasen. Ich sehe noch keine Lebensleiste. Ja, vom Fahrzeug. Egal. Oh, es geht ihm richtig gut. Ich habe die Kiste gesehen. Ich habe keinen Platz. Moment. Oh, der nächste Tag fängt an. Was für ein geiler Abschluss hier. Für die Folge dann. So, aber Moment. Ich sortiere mal trotzdem das hier kurz weg. Dann kann ich nämlich gleich ganz gemütlich mal die Kiste holen. Ah, Claymores stapeln nicht. Ist okay. Holen wir nochmal die Kiste. Wir gucken nochmal nach Klopfer. Puh. Mich würde nämlich mal interessieren, wie viel Zeit uns noch geblieben wäre. Oh, direkt ein Apfel. Können wir Klopfer auch direkt reinhauen. So, Klopfer. Na du? Wow. Warum nochmal mache ich mir einen Stress? Warum? Nee, ist gut. Ich werde dann hier eventuell einen Ingame-Tag jetzt nochmal zum Aufräumen und Kleinkram machen, nutzen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge im Ingame übernächsten Tag nach meinem Urlaub entsprechend. Wenn zwischendurch Kommentare reingekommen sind, nicht direkt die von unter der Folge, aber von denen davor... Müsste ich sie auch mittlerweile wahrgenommen haben. Wenn es gefallen hat, gern eine Bewertung da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh, es sind doch noch 58 Kristalle geworden. Oh. Oho.